Selbst jetzt, wo... Selbst jetzt greift er nicht an. Was macht er? Boah, wie viel Energie. Warte, ich kann hier gerade so ein Mega-Match machen. Das muss jetzt gerade sein. Direkt zwei von denen. Die. Komm, ich krieg das hin. Der hat noch 115. Das wird doch gelacht, wenn ich den jetzt nicht hinbekomme. Ich muss nur Munition und Kühlflüssigkeit zur gleichen Zeit haben. Oh, jetzt hat es zu lange gedauert. Ist das euer Ernst? Ihr wollt mich doch verarschen. Das passiert mir jetzt zum zweiten Mal. Aber Pulse Repeater Mark 3, das könnte sinnvoll sein. War also kein komplettes Desaster. XP Gain for Matching, Scrap to the Repair Systems, Scrap Exchange. Ja, das klingt sinnvoll. Erstmal reparieren. Wie sieht's aus? Ich habe noch eine Mission, bevor der Boss passiert. Den Boss werde ich wahrscheinlich so auch nicht hinbekommen. Was ich jetzt überlegen könnte, ist das hier besser als meine Heavy Cannon? Also gegen Ziele ohne Schilde, ja. Kann ich... Ich kann das Ding jetzt... Das Ding kann ich jetzt bauen. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann gleich das Ding noch bauen. Aber ich glaube, dann habe ich keine vernünftigen Antriebe, ne? Ach, komm. Und dieses Mal nehme ich vielleicht auch mal meinen richtigen Schild mit. Safe and close. So, Schild Mark 3. Jetzt noch die... Wo ist sie? Da ist unser Energy Weapons. Ich verstehe nicht, warum das unter... Ich verstehe nicht, warum das überhaupt so aufgeteilt ist. Bisher habe ich keinen wirklichen Unterschied zwischen Energiewaffen und normalen Waffen bemerkt. Ich finde das eher sinnvoll, so von wegen viele Projektile oder wenig Projektile. Wäre meiner Meinung nach zumindest sinnvoller. Collection. Battle. Komm. Aber der hat ganz schön viel HP. Ich lasse das gerade mal so. Oh. Sechsunddreißig, hahaha. Oh, ich hatte noch eine Overdrive, nur 72. Kann der mich jetzt... Ja, der kann mich verletzen, aber auch nicht viel. Jetzt noch die hier. Bring it on. Der zielt nicht mal auf ein System. Das ist auch so ein Fehler, den die KI die ganze Zeit halt macht. Aber ich glaube, ich kann gleich einen recht heftigen Match abziehen, aber erstmal... Erstmal kommt das Ding weg. Der bewegt sich zum Glück auch nicht. Die Waffe ist erledigt. So, wo fangen wir jetzt an? Ich muss... Warte, ich kann es so machen.
Das sind immerhin 16. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man 20 in einem Zug macht. Aber ich glaube, dafür muss man schon Glück haben. Komm, eine Overdrive-Note. Ich brauche Kühlflüssigkeit. Ich hätte noch mal schießen können, aber das war jetzt auch egal. Ich hätte mich vielleicht noch um meine Schilde kümmern sollen. So. Sind die jetzt gerade von sich aus auf Overdrive gegangen? Ich glaube, ich weiß, dass das geht, aber... Das ist, glaube ich, eine 5% Chance, dass das passiert. Jetzt stirb bitte. Und ich brauche auf jeden Fall noch zwei, ne? Das heißt, wow, hat meine Antriebe zerstört, die ich eigentlich kaum benutze. Auch wenn ich sie eigentlich inzwischen benutzen sollte. Hallo, ich bin doch jetzt bei 7. Ich habe noch 3 Runden. Na gut. Oh, warte, der hat gerade ziemlich heftige Schilde. Das kann ich mir eigentlich sparen. Wie viel will der eigentlich? Das steht hier leider nicht. Hier steht nur, wie viel ich schon bekommen habe. Pass auf. Sieht doch schon viel besser aus. Nur 3 Farben. Aber mehr als eine kann jetzt eigentlich nicht fehlen. Ah, der hat gerade seine Schilde zu weit oben. Obwohl, warte, kann es sein, dass ich jetzt zu langsam war? Ja. Warum passiert mir das gerade so oft? Bestimmt der Vorführeffekt. So, ich habe leider auch keinen Schrott mehr.
Das hier ist eigentlich noch ziemlich gut. Das hier, Enhanced Shields. Komm, das hier. Nehmen wir raus für das hier. Das wird absolut nichts werden, was ich hier veranstalte, also... Wow, also ich hab jetzt... Der Gegner hat jetzt 1655 HP weniger, weil ich 1655 War Assets hatte. Aber hat trotzdem 4000 HP, das ist das Problem. Oh, Schilde bitte mit Overdrive. Einmal Schilde mit Overdrive, bitte. Gerade hat er keine Schilde oben, das ist echt die Gelegenheit. Und man hat 20 Wellen Zeit. Das ist eigentlich relativ gut. So. 52 Schilde. Ich kann leider nicht mehr anfangen zu laufen. Warum benutzt er nicht eine andere Waffe? Eigentlich müsste sie besser sein. Einmal anfangen zu laufen. Oh, Pulse Repeater, das ist echt gerade die Gelegenheit. Er bewegt sich nicht, er hat keine Verteidigung, gar nichts. Noch läuft's gut, aber das wird nicht andauern, glaube ich. Der zielt auch nicht auf ein System oder so. Aber er hat jetzt... Oh, jetzt kümmert er sich um seine Verteidigung. Warum liegt es hier Schrott drin? Mal ganz ehrlich. Ich habe irgendwo mal gelesen, in Bosskämpfen kommt kein Schrott. Das stimmt nicht. Es kommt Schrott. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal gepatcht wurde. Und die Seite einfach nicht mehr aktuell war, aber... Ja. Ist eigentlich das Sinnloseste, was man hier bekommen kann. Pass auf, ich... Das ist jetzt eigentlich voll die Verschwendung, aber ich mache das jetzt einfach. Ernsthaft? Warum? Okay, Kühlflüssigkeit ist hier eine Menge. Da. Und jetzt hat er meine Energy Lance erledigt. Das ist richtig schrecklich, was hier abläuft. Ich brauche auf jeden Fall meine Energy Lance wieder. Pass auf, ich mache das so.
Jetzt stirb bitte diese blöde. Dankeschön. Haha. Hier. Es gefällt mir alles nicht, aber ich kann da nicht wirklich was dran machen. Ernsthaft. Ja, mehr kann ich auch nicht machen. Der hat noch 2000 HP und ich habe 281. Ich hätte eigentlich noch die Schilde hochpacken können, aber... Ja, okay, er hat sowieso nicht geschossen, warum auch immer. Warte. Das kann man ja wohl vorher noch machen. Ich überlege, das hier jetzt einfach nur zu machen, was sich gerade so anbietet, damit es EP gibt für die als globale EP. Nee. Aber es ist gleichzeitig der beste Match, den ich hier machen kann. Das nimmt halt sonst nur Platz weg. Im Moment ist es das Beste, was ich tun kann. Und ich hätte gerade mal die Dinger hier abschießen können. Die Schilde waren gerade unten. Ja, da war auch meine Gelegenheit. Das hier sind nur schlechte Kombinationen, die hier gehen. Außer ich mach das hier. Wisst ihr was? Ich versuch mal, ob ich jetzt das Achievement hinkriegen kann. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Und einfach nur, weil mit's... Einfach nur so. Das hat absolut keinen Sinn, aber ich mach's einfach. 40 Energie, 4000 EP, ja, warum nicht? Das müsste jetzt eigentlich ein Achievement gegeben haben. Genau, Kombinationsmeister. Wow. Komm ich. Ah, warte, der hatte doch noch Schilde? Egal. Sonst werde ich die nie abfeuern. Auch wieder so viel Schrott. Hört doch auf, mir Schrott zu geben. Das hier muss aus dem Weg.
Wie kann man so ein fettes Ding verfehlen? Ich verstehe es nicht. So viel dazu. Tja, da wurde ich besiegt. Also soweit habe ich es auch bis jetzt immer geschafft. Ich habe es einmal geschafft, dass der Boss nur noch 77 HP hatte. Da habe ich auch einen Screenshot von. Aber dann hat er mich leider doch zerstört. Also hätte ich noch eine Runde durchgehalten, hätte ich ihn besiegt. Aber das ist auch ein ziemlich guter Run. Mal gucken, was bekomme ich jetzt? Also das Spiel wird ein bisschen leichter, wenn man hier aufsteigt. Wenn man zum Beispiel da mehr HP bekommt, wenn man ein Level aufsteigt. Da, 3 HP on Rank Up. Neue Ironcast-Fähigkeit. Und man bekommt dadurch halt auch die neuen Ironcast-Piloten und Ironcast-Ding. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Wenn euch sowas interessiert, ich werde das auch mal in der Beschreibung verlinken, den Steam-Link. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.